Ein herzliches Grüß Gott aus einer neuen alten Umgebung. Nach jahrelangen Renovierungs- und Umbauungsarbeiten konnte das Parlament vor wenigen Tagen wiedereröffnet werden. Und genau da befinden wir uns jetzt auch. Aber nicht nur das Parlament ist zurück, auch unser Christian Hafenecker, und zwar in seiner Position als freiheitlicher Generalsekretär. Lieber Christian, erst einmal herzlich willkommen und ganz herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Aufgabe. Es freut mich sehr, dich heute hier wieder als Generalsekretär begrüßen zu dürfen. Du wurdest am Freitag einstimmig zum freiheitlichen Generalsekretär bestellt. Was können die Österreicher, was kann die FPÖ von dir erwarten? Ja, zunächst freut es mich sehr, dass mich Michael Schnellitz und vor allem Herbert Kickl gefragt haben, ob ich für dieses Amt zur Verfügung stehe. Denn der Hintergrund dieser Besetzung war ja jener, nicht sich sozusagen die Arbeit aufzuteilen, sondern wir haben gesagt, wir haben jetzt 100% Output und wir wollen auf 200 kommen.